Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022 zusammen mit mir. Ich bin der Danny, spielt das hier auf den PC. IC 2229, guten Tag Kollege. Sie haben gerade den Intercity 2229 auf der Fahrt nach Frankfurt, mein Hauptbahnhof in Köln, übernommen und werden diesen Zug nun bis Koblenz Hauptbahnhof bringen. Geplante Abfahrt ist um 18.43 Uhr. Beachten Sie bitte, dass der Zug wegen einer Weichenstörung in Osnabrück bereits eine Verspätung von 35 Minuten hat. Wir haben Ihren Fahrplan den Umständen entsprechend angepasst, aber versuchen Sie bitte etwas Zeit herauszufahren, besonders vor Koblenz. Nach der Überfahrt des Ausfahrtssignals am Bahnsteigende müssen Sie einmal TAP bestätigen, da das nachfolgende Signal nicht mehr will und mit Freigabe überfahren werden muss. Gute Fahrt! Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und Zugpferd ist heute die Baureihe 120 von Virtual Railroads. Und ich werde das Ganze mal starten. So, wir werden natürlich hier erstmal aufrüsten müssen. Zack. Und während das Ganze hier so läuft, kann ich euch ja ein bisschen erzählen von dieser Aufgabe. Diese Aufgabe gibt es bei GBE zu erwerben. Und ich habe da mal ein wenig geschaut und geschummelt und habe dieses wunderschöne Szenario dort gefunden. Und ja, bin mal gespannt, wie sich das hier so jetzt gibt. Wir öffnen natürlich die Türen und werden uns mal ein bisschen draußen umsehen. Da kommt schon der Regionalexpress reingefahren. So, ihr seht, hier ist allerlei los. Also einige Züge hier, die auf Abfahrt warten. Und wir haben natürlich den Intercity mit normalen Intercity-Wagen, jetzt nicht den Intercity-Mod, sondern den ganz normalen Intercity von Virtual Railroads. Natürlich mit Steuerwagen. Und ja, stehen hier in Köln Hauptbahnhof. Es ist, ja, am Abend mittlerweile. Da seht ihr den hübschen Kölner Dom. Immer wieder sehenswert, möchte ich sagen. Also Köln, so wie es halt ist. Da die obligatorische Kurve und die Hohenzollernbrücke. Und genau hier. Ich glaube, es war hier. Irgendwo hier. Habe ich mir schon mal zusammen mit meiner Frau die Kölner Lichter angesehen. Es war wunderschön, muss ich wirklich sagen. Aber wir haben Ausfahrt. Am übernächsten Signal mit der Tab-Taste bitte die Freigabe einholen. Ja, das haben wir ja gerade schon in der Beschreibung gelesen. Und ich würde sagen, wir fahren los. Die Türen dürften mittlerweile geschlossen sein. Ich mache nochmal kurz den Check. Ach, die sind noch. Ja, dann wird es aber Zeit. So. Kommt der nächste IC reingefahren. So, wir lösen die Bremsen. Ich würde sagen, es geht los. Ausfahrt natürlich mit 40, wie gehabt. Kommt, also ihr seht hier, KI-Verkehr ist hier ordentlich vorhanden. Das gefällt mir ja schon mal wieder sehr, sehr gut. Auch wie die Sonne so langsam untergeht. Traumhafter Anblick, muss ich wirklich sagen. Ach, eigentlich wollte ich mit PZB fahren. Das ist natürlich jetzt. Ja, muss ich bis Bonn warten. So, genau. Das war das Signal, was gestört ist. Das haben wir jetzt auch erledigt. So, wollen hier nicht zu schnell fahren. So, wir fahren jetzt über Bonn
Meine Damen und Herren, im Namen der Deutschen Bahn begrüße ich alle in Köln Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste an Bord des Intercity 2229 auf der Fahrt nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Über Bonn Hauptbahnhof, Koblenz Hauptbahnhof, Mainz Hauptbahnhof und Frankfurt Main Flughafen Fernbahnhof. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass dieser Zug aufgrund einer Weichenstörung im Bahnhof von Osnabrück zurzeit eine Verspätung von 35 Minuten hat. Unseren nächsten Halt Bonn Hauptbahnhof werden wir daher erst gegen 19 Uhr erreichen. Wir bitten dafür um Entschuldigung. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten in Bonn werde ich Sie noch rechtzeitig informieren. Trotz dieser Unannehmlichkeiten wünsche ich Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt. Ladies and Gentlemen, welcome on board the Intercity 2229 to Frankfurt Main Main Station via Bonn, Koblenz, Mainz and Frankfurt Main Airport. Ladies and Gentlemen, please note this train is at the moment 35 minutes delayed. We apologize for the inconvenience and we wish you a pleasant journey. Ja, da habt ihr es gehört. Dieser Zug hat leider eine Verspätung von 35 Minuten wegen einer Weichenstörung in Osnabrück. Und meine Aufgabe ist es natürlich, das Ganze wieder auszubügeln. Und ja, das werden wir mal hoffentlich schaffen. Ich werde mein Bestes geben. Kurve hier ist einfach geil, oder? Ist einfach nur geil. Wunderschön. So, dann dürfen wir auch gleich schon 90 fahren. Das trifft sich gut. Und 80 habe ich jetzt. Ah, ich dachte, es wird passen. Jetzt passt es. So, ich wollte ja noch auf den Fahrplan zu sprechen kommen. Bonn und schließlich dann Koblenz, den wir gegen 19.35 Uhr bzw. 36 erreichen werden. Also jetzt eine gute Dreiviertelstunde fahren werden bis zum Ziel dieses Szenarios. Und ja, wie gesagt, ich soll ja ordentlich Zeit aufholen, besonders für Koblenz. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt trödeln sollte. Weil eine Verspätung von gut 35 Minuten ist dann doch schon heftig, muss ich sagen. Also besonders wenn man auf Anschlusszüge angewiesen ist, ist das schon ziemlich nervig, wie ich am eigenen Leib schon feststellen durfte. Es ist dann nicht so witzig, am nächsten Bahnhof über eine Stunde zu warten, bis dann der Zug wiederkommt, den man braucht. So, 80 gleich. Dann dürfen wir endlich auf Reisegeschwindigkeit. Fällt mir ein, ich könnte ja die AFB einschalten. Ja, natürlich muss ich den nach vorne verlegen, sonst funktioniert es nicht während der Fahrt. So, wir brauchen aber erstmal 80. So. Jetzt haben wir's. Wie gesagt, ich wollte ja ursprünglich mit PZB fahren. Das geht jetzt leider während der Fahrt nicht. Muss ich das halt dem Bonn dazu schalten. PZB und LZB. Und SIFA natürlich. Wobei die SIFA könnte ich, glaube ich, während der Fahrt schalten. Soweit ich weiß. Ja. SIFA geht, nur PZB geht leider nicht. Bewusstlos ist oder gar Schlimmeres und die SIFA wird nicht alle 30 Sekunden gedrückt, dann gibt es erst einen akustischen Reiz bzw. einen visuellen Reiz durch dieses Aufleuchten von SIFA und nach ein paar Minuten bzw. Sekunden gibt es dann diesen hörbaren SIFA-Ruf. Das heißt dann SIFA-Zwangsbremsung. Ich glaube zwei oder dreimal wird dann SIFA gerufen.
So, 160, wunderbar. Wie gesagt, die PZB gibt es dann gleich in Bonn. Da sind wir ja jetzt auch nicht mal allzu weit von entfernt. Also hier gibt es dann kein Siefer-Siefer, sondern ein Warnton, wie ihr gerade festgestellt habt. Und der geht eine gewisse Zeit, aber nicht allzu lange. Wenn dann immer noch keine Siefer gedrückt wird, löst das ganze System eine Zwangsbremsung aus. Das heißt, der Zug wird runtergebremst bis auf Null. Auf jeden Fall, KI-Verkehr ist hier wirklich, kann man sich nicht drüber beschweren, ist wirklich sehr vielfach vorhanden und billig. Also wer unter euch schon Kinder hat, in Alter, wo die das auch vertragen. Und hier sucht noch einen schönen Freizeitpark für den Sommer jetzt. Der Europapark ist sehr zu empfehlen. Wir waren da jetzt schon zweimal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mein Sohn größer ist, beziehungsweise älter ist, dann wird das auf jeden Fall noch mal eine Reise werden. Ich empfehle euch aber, dort ein Zimmer zu nehmen. Auch ganz gut hin, für alle die nicht so weit fahren wollen. Also für alle die sich nicht in die Schlange stellen wollen an sämtlichen Flughäfen bei uns im Land, für die empfehle ich den Besuch der beiden Freizeitparks. Wirklich, eure Kinder werden es euch danken, das kann ich euch an dieser Stelle schon mal ganz der natürlich hier rot hat, weil Fernverkehr hat Vorfahrt beziehungsweise Personenverkehr insgesamt, ist dem Güterverkehr vorgezogen, logischerweise. Waren können warten, Personen nicht. Ich glaube so, das ist da das Credo der Bahn, weswegen die Personenzüge Vorfahrt haben, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Wie gesagt, GBE International heißt das, glaube ich, die Seite, die ich jetzt nicht ganz vertue. Ich werde sie euch auf jeden Fall unter dem Video verlinken, die Seite. Und unter anderem dies hier: GBE KK PP2 EL Plus, also beziehungsweise das ist die Expert Line Version, die gibt es auch in DTG Version. Ich finde aber die EL Version um einiges besser. IC 22920, der Verspätete, nennt sich das ganze Szenario. Also es ist so ein Köln-Koblenz-Plus-Pack. Da gibt es halt Anschluss an einen Regionalexpress nach Emmerich über Mühl, Köln, Südköln, Messe-Deutz, Köln, Mühlheim. Planmäßige Abfahrt 19.01 Uhr von Gleis 1. Dieser Zug hat zurzeit eine Verspätung von ungefähr 5 Minuten. An eine Regionalbahn nach Bonn-Mehlem über Bonn-Bad Godesberg. Planmäßige Abfahrt 19.08 Uhr von Gleis 3. An eine Intercity nach Stuttgart Hauptbahnhof über Koblenz, Mainz, Mannheim, Heidelberg. Planmäßige Abfahrt 19.14 Uhr von Gleis 3. An einen Eurocity nach Dortmund über Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen. Planmäßige Abfahrt 19.22 Uhr. Freuen Sie, bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we will reach Bonn Main Station on Platform 3. In Bonn Main Station you have connection to a regional express to Emmerich via Bühl, Cologne, Mülheim. Scheduled departure 19.01 from Platform 1. A regional train to Bonn-Mehlem via Bonn-Bad Godesberg, scheduled departure 19.08 from platform 3. Intercity to Stuttgart Main Station via Mainz, Mannheim, Heidelberg, scheduled departure 19.14 from platform 3. A
Discovery, Eurocity, to Dortmund Main Station via Düsseldorf. Last scheduled departure 1949 from platform 4. We'd like to say goodbye to all passengers who are leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Also die Ansagen sind auch sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. Also rundum ein sehr, sehr schönes Szenario, kann man nicht anders sagen. Rollmaterial ist vorhanden, ordentlich. Schöne Ansagen und eine schöne Story dahinter, finde ich. Also muss ich wirklich sagen. Auf Gleis 3 oder an Bahnsteig 3. So, ab dem Bahnsteig können wir dann eigentlich schon bremsen. Ansonsten wird es nämlich zu früh. Dann stehen wir nicht ganz im Bahnsteig drin. Das wäre dann blöd für die Fahrgäste, die hinten aussteigen wollen. Die müssen dann nämlich endlich extra erstmal vorne bis weiter Vorlauf. Ja, nicht auf für Gleise stehen beim Aussteigen. Und das ist dann sehr unangenehm für die Fahrgäste. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass der ganze Zug im Bahnsteig steht. Mit einem Wagen. Damit die Fahrgäste vernünftig auch aussteigen können. So, fünf. Ja, ein bisschen können wir noch. Ich denke, das sollte reichen. SIFA natürlich. Die darf ja auch nicht vergessen werden. Also es ist keinesfalls ein leichter Job, Zugführer. Also man muss auf sehr viele Dinge achten. PZB, SIFA, Signale. Es ist wirklich kein Zuckerschlecken. Das möchte ich wirklich nochmal betonen. So, mal sehen, ob wir gleich auf in die LZB aufgenommen werden. Das würde mich hier 1 in Frankfurt, mein Flughafen. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass dieser Zug zurzeit eine Verspätung von 35 Minuten hat. Der Grund dafür ist eine Weichenstörung im Bahnhof von Osnabrück. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Trotz dieser Unannehmlichkeiten wünsche ich Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt. Ladies and Gentlemen, welcome on board the Intercity 2229 to Frankfurt Main Main Station via Koblenz, Mainz and Frankfurt Main Airport. Ladies and Gentlemen, please note that this train is at the moment 35 minutes delayed. We apologize for the inconvenience and we wish you a pleasant journey. Sehr, sehr schön. So, Remagen 17 Kilometer, Koblenz 55 Kilometer. So, so. Auch mit Steuerwagen. Wunderbar. Also diese DTG 101er, die hört man ja am Klang sofort. Ne? Man weiß sofort DTG. Also die haben so einen ganz speziellen Sound. Überhaupt nicht nach einer 101. Die klingen nach allem, aber nicht nach einer 101. Deswegen sieht mir die mal wirklich. Schöne Grüße an Ulf. Vielen lieben Dank dafür. Damit wir diese realistischen Fahrzeuge benutzen können. Und nicht auf diese DTG-Fahrzeuge angewiesen sind. PZB ist locked, weil Train is moving. Ja, PZB ist eingeschaltet, aber ja. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder sein sollte. Ja, ja, ja. So, falls ihr euch fragt, warum ich zwischendurch PZB wachsam drücke, ich bin noch nicht hundertprozentig vertraut mit dem System, deswegen drücke ich an allen Signalen, wo ich eine Geschwindigkeitsbegrenzung habe, zwischendurch wachsam. Ja. Was sind wir denn hier? Da ist der Ort hier. Ich muss mal eben orientieren hier. Rolands Eck, so wollte ich es haben. Das ist es, Rolandseck.
Ach. Sitz. So, ich werde auf jeden Fall im Juli nochmal auf Tour gehen. Das heißt, ich werde mir noch ein neues 9-Euro-Ticket besorgen und dann in einen hoffentlich nicht mehr ganz so übervollen Zug steigen. Mich dann irgendwo hinfahren lassen, wo ich gerne spotten möchte. Wo weiß ich noch nicht genau. So, gleich 120. Wunderbar, dann kommen wir ja endlich wieder in Potte hier. Die Streckenführung eigentlich wirklich so hier, diese Ecke hier, wer hier auf diesen, aus dem Raum kommt, kann sich gerne mal melden, ob die Streckenführung wirklich so ist. So mit den Kurven der Brücke und der Straße nächsten erstmal liefer. Und hier werden wir sie quittieren. Das heißt, hier werden eine Geschwindigkeit erreichen müssen. Eine Quittierung befreien werden wir uns mit Sicherheit nicht dürfen. 50. Wir werden auf 50 fahren. Himmelswillen. So. Dürfen wir uns dann befreien? Ja, wir dürfen uns befreien. Sehr schön. Da müssen wir nochmal quittieren, da war ja gerade auf 50. Werden wir mal auf 50 gehen. Hier werden wir auf jeden Fall quittieren. 60. 60 dürfen wir. Okay, dann fahren wir die auch. Doppelbespannung am RE. Auch eher selten. Aber ja. So, was kommt jetzt zuerst? Quittieren oder SIFA? Erst quittieren, das ist wichtig. So, 500 Hertz. Dürfen wir uns befreien? Nein. War mal lieber 50. Ist mir lieber nicht, dass wir gleich zu schnell sind. So, da auf jeden Fall quittieren. Ja. Die SIFA, die möchte auch gedrückt werden. Die arme kleine SIFA. So, 120 und dann 160, wunderbar. Noch sind wir am Zeitplan. Also man hatte einiges zu tun. Und es ist nicht dieses bloß hin und herfahren, sondern man hat da wirklich zu tun und muss sich da konzentrieren. Damit man ja keine Zwangsel passiert. PWZ nennen die sich, glaube ich. Mit der LZB, das wird auf dieser Strecke nichts mehr. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in den letzten 30 Kilometer jetzt noch in der LZB aufgenommen werden. Aber ich denke, das ist jetzt nicht allzu tragisch. Wichtig ist, dass wir pünktlich ankommen, ohne Zwangsel, ohne irgendwie Probleme. Das ist mir das Wichtigste. So, als nächstes wird dann Urmitz passiert. Urmitz auf Gleis 1 Süd. Dort werden wir dann auch unsere Ansage bekommen für den Koblenzer Hauptbahnhof.
beziehungsweise ich glaube, der fährt nur bis Düsseldorf und ab Düsseldorf muss ich dann in den RXX umsteigen. Ich könnte von Bocholt aus nach Düsseldorf fahren, umsteigen in den RXX und dann von Düsseldorf nach Koblenz über Köln Hauptbahnhof. Ja, ich denke, das sollte ich mal machen. Übrigens, wenn ihr euch noch andere Simulatoren wünscht, die ich präsentiere, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Bin da sehr gespannt, bin da sehr offen für. So, da fahren wieder 130. Ja. So, gleich nochmal kurz 120, dann dürfen wir nochmal eine Runde 160. Dann war es das auch wahrscheinlich schon. Schneller werden wir heute nicht mehr fahren dürfen können sollen. Aber so ist das halt. So. Womit 3,5. 13. Ein sehr schönes Szenario, wie ich finde. Zumindest vom KI-Verkehr her, von den Ansagen her, von der Fahrt her, muss ich wirklich sagen. Rollmaterial sehr verschieden, sehr ansehnlich, nicht immer dasselbe, also hat mir sehr gefallen. Planmäßige Abfahrt 1952 von Gleis 1 an einen Regionalexpress nach Saarbrücken. Über Kobern-Gondorf, Dreiskaden, Mettlach, planmäßige Abfahrt 20:06 von Gleis 9. Ein Regionalexpress nach Luxemburg, ebenfalls über Kobern-Gondorf, Dreiskaden, Igel und Wasserbillig, planmäßige Abfahrt 20:06 von Gleis 9. An einen Regionalbahn nach Limburg an der Lahn, über Niederlahnstein, Friedrichsegen, Niewahn, planmäßige Abfahrt 20:09 von Gleis 8. An einen Regionalexpress nach Emmerich über Koblenz, Koblenz Main Station und Plattform 4.
In Koblenz Main Station, have connection to a regional express to Linz am Rhein via Koblenz Ehrenbreitstein, Wallender Enger, scheduled departure 1947 for platform 109. In der City to Stuttgart Main Station via Mainz, Mannheim, Heidelberg, scheduled departure 1948 from platform 4. Regional train to Mayen Ost via Koblenz Stadt Mitte Urmitz Andernach, scheduled departure 1952 from platform 5. Mitteldeutsche Regiobahn to Mainz Main Station via Rhein 2 Boppard, scheduled departure 1952 from platform 1. Regional Express to Saarbrücken via Koban Gondorf Dreiskaden mit 17 von Platform 9. And the Regional Train to Cologne Main Station via Koblenz Stadtmitte Koblenz Lützel Erpel am Rhein. Scheduled Departure 2018 von Platform 4. We'd like to say goodbye to all passengers who are leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Ansagen. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Ja, ich hab doch gedrückt. Hör auf zu motzen. Also du brauchst wirklich Aufmerksamkeit, Sifa, ne? Kann das sein? Oder war das bloß die SIFA? Es war die SIFA, ich habe keine Zwangsmeldung, es war die SIFA. Es war bloß die SIFA. Es war bloß die SIFA. Aber ich befreie mich jetzt auch nicht mehr, bleib jetzt unter 40. SIFA-Zwangsbremsung oder was? Die SIFA wird böse, wenn man sich nicht um sie kümmert. Sie ist wirklich so eine Zicke. Ganz ehrlich, es ist eine typische Zicke. Nichtsdestotrotz haben wir Koblenz doch einigermaßen pünktlich erreicht, würde ich sagen. Trotz des kleinen Schreckens von vorhin hat ja noch nicht mal eine Bremsvorgang Folge gehabt.